Mein Name ist Zoe Hoffert. Ich bin 15 Jahre alt. Ich habe am Eine Welt Song Contest teilgenommen. Mein Song Lass es regnen handelt über Themen, die die ganze Welt beschäftigen sollten, weil es einfach Themen sind, die auf jeden Fall klare Probleme darstellen und die man ändern sollte oder generell auf die man einfach mal aufmerksam werden sollte. Bei dem Song Contest habe ich mich mit meinem Lied beworben, weil ich finde, dass der Song Contest eine gute Chance gibt, mein Lied anderen Leuten zu präsentieren und es ihnen einfach zu zeigen. Denn ich möchte, dass mein Lied von vielen Leuten gehört wird, um ihnen klarzumachen, was ich über diese Probleme oder über die Politik oder anderes denke. Dass Zoe unter den Gewinnern sein würde. Ich sag mal, mein Mutterherz hat das immer gehofft. Nein, Quatsch. Ja, also ich habe mich gefreut. Wir haben uns alle gefreut. Das war toll. Als ich das erste Mal das Album mit meinem Lied drauf, also das Song Contest Album, in den Händen hatte, habe ich mich unglaublich gefreut. Ich war total aufgeregt und habe eigentlich an gar nichts gedacht, nur dass ich auf einmal sehr stolz war und dachte, das ist wirklich toll und das ist auf jeden Fall etwas, was man vielen Leuten zeigen sollte und das habe ich auch gemacht. Heute handelt es sich um ein Come-Together-Festival. Also wir haben eine Aktion geplant, um Spenden zu sammeln für Flüchtlinge. Und wir möchten damit einfach bewirken, dass man auf jeden Fall aufmerksam wird auf das Thema. Dass man sagt, Leute, vergesst es nicht. Es gibt Leute, die fliehen und denen es schlecht geht. Und dass wir helfen möchten. Warum ich heute hier mitmache, ist im Prinzip eigentlich ganz einfach. Das Motto des Festivals sagt eigentlich schon alles, come together, egal wie man aussieht, egal was für eine Religion, groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, gelb, wie auch immer, unterstütze ich sowas auf jeden Fall. Die Künstler haben auf unsere Anfragen immer sehr positiv reagiert und haben gesagt, dass sie gerne dabei wären. Die meisten Künstler werden ohne Gage auftreten. Die haben sofort gesagt, klar, da bin ich dabei, dafür möchte ich nichts. Das ist meine Spende an die ganze Sache und ich finde es toll, was ihr macht. Ich bin baff. Ich habe erst jetzt erfahren auf der Hinfahrt, dass die gerade mal so ungefähr 15 sind. Mit 15 Jahren, Leute, wisst ihr, was ich mit 15 Jahren gemacht habe? Mama, ich kann aufs Töpfchen. Das habe ich mit 15 Jahren. Ich habe Pokémon-Karten getauscht mit 15. Ich finde das Engagement der Jugendlichen hier sehr, sehr, sehr bewundernswert und es sollte ein großes Vorbild sein für andere, nicht nur in der gleichen Altersgruppe, sondern ich kenne durchaus auch einige Erwachsene, die sich da noch eine Scheibe abschneiden könnten. Den Song, den ich bei der Veranstaltung singen werde, habe ich vor, ich denke, fast anderthalb Jahren schon geschrieben. Wenn ein Boot kommt und die Sonne untergeht, seit dem Gewinn bei dem Eine Welt Song Contest hat sich für mich verändert, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, dass ein paar Leute aufmerksam geworden sind auf mich und auch auf mein Lied und sich dafür interessieren. Für eine Zukunft in der gemeinsamen einen Welt würde ich mir wünschen, dass Leute anfangen, mehr zuzuhören. Der Wert vom Zuhören ist so ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Also einfach zu hören, was ihm am Herzen liegt. Und dann einen gemeinsamen Kompromiss zu finden oder einfach eine Lösung für die Probleme, die wir haben. Wenn ein Boot kommt und die Sonne untergeht, dann öffnet die Augen und seht.